Willkommen zurück zu Pokémon Leuchtende Perle. In der letzten Folge ist echt Heftiges passiert. Also wer die letzte Folge nicht gesehen hat, sollte das auf jeden Fall nachholen. Denn wir haben hier gegen ein legendäres Pokémon gekämpft, Team Galactic aufgehalten. Und nun, ja, wie geht's weiter? Sieh nach, was in Sonnenweg vor sich geht. Also anscheinend können wir nun endlich nach rechts, nach Sonnenweg. Wir waren ja schon überall, außer halt hier oben rechts, aber das ist irgendwie abseits, keine Ahnung. Ja, hier konnten wir ja nicht lang, weil hier Stromausfall war beim Hotel. Aber vielleicht können wir da jetzt lang gehen. Ich gehe mal von hier unten. Das lässt sich nicht einsetzen. Hä, was? Was ist das denn? Okay, was ist denn mit einem Fluchtseil? Muss ich erstmal hier runterkommen? Fluchtseil. Hä? Das auch nicht. Oder liegt das daran, weil ich gerade hier an der Spellsäule bin? Kann ich denn hier? Das müsste aber dann heißen, dass ich hier Fluchtseil benutzen kann, oder? Ja, okay. Ja, gut. Okay, sehr interessant, dass ich hier rausgekommen bin und nicht an der anderen Seite. Traummagil. Traummagil hat sich plötzlich umgedreht. Was er gesehen hat. Ja, mich halt, ne? Ja, auf jeden Fall fliegen wir nach hier unten. Das geht viel schneller. Dann fahren wir da kurz hin. Denn uns fehlt noch ein Orden, bevor wir die Liga anstreben können. Und ja, deshalb, let's go. Obwohl, mir fällt auch gerade ein, wir könnten noch unser Outfit mal wieder ändern, ne? Dann würde es sich doch lohnen, erstmal nach Schlade zu fliegen. Ja. Vielleicht ändere ich mal mein Outfit. Ich überleg's mir mal. Ich habe mich mal passend angezogen. Ich finde, ich sehe jetzt sehr, sehr cool aus mit einem Hoodie und ja, das Pikachu Hoodie ist das. Hat am wenigsten von allen gekostet. Das war nicht der Grund, warum ich es geholt habe. Sondern ich habe einfach mal angeguckt, was könnte denn alles so passen. Und ja, da wir jetzt so richtig cool sind mit allem, was wir getan haben. Ich meine, wir haben ein legendäres Pokémon im zweiten Versuch gefangen. Wer das nicht gesehen hat, Leute, schaut euch die Folge an, die wäre heftig. Ja, auf jeden Fall denke ich, das haben wir selber gut gemacht. Und jetzt holen wir uns auch die letzten Orden und sind damit noch viel cooler. Außerdem mal ganz ehrlich, schaut mal, wie unser Pferdeschwanz hier in den Wind weht. Das ist cool. Das gefällt mir. Das ist sehr, sehr cool. Pokémon-Kampf muss das mal laden. Ein Girafarig. Cooles Pokémon. Nicht wirklich, aber trotzdem cool. habe ich das schon? Sonst kann ich es erfangen, oder? Ich hab's noch nicht. Wenn es nicht beim ersten Mal drin bleibt, dann lasse ich es einfach hier liegen. Ich war ein bisschen faul mit meinem Pokédex. Ich habe nicht viel weiter gemacht. Muss ich eigentlich noch machen. Oh Mann! Ich wollte gerade rübergehen und sagen, und hiermit kann ich ja dann anfangen. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber nö. Nö, da habe ich keinen Bock. Nee, ich werde wahrscheinlich das meiste offscreen machen, sobald ich die Liga durch habe. Wir gehen jetzt den letzten Orden holen. Sofern wir doch jetzt endlich da lang können. Moment mal ganz kurz. Wie kommen wir eigentlich da lang? Oh lol. Ich meine, ich habe hier gerade um was gesehen, oder? Doch. Doch, ich habe es gesehen. Alter, das ist richtig fies versteckt. Hier. Ich habe mir schon gedacht, da kommt man irgendwie hin. Schaut euch das an. Hier kann man mit Krax da drüber. Und jetzt? Oh, ah, hier. Jetzt hier lang. Und nee, dieses Auto werde ich nicht für immer anhaben. Nur für jetzt erstmal. Okay, einfach nach oben. Aber was ein langer Weg für ein Item. Ich hoffe, das war es wert. Oh ja, Traumfresser ist eine sehr gute Attacke. Hypnose und dann Traumfresser. Das ist schon ziemlich gut. Nicht, dass ich das jetzt benutzen werde. Aber dass ihr auf jeden Fall Bescheid wisst. Hier kann man Traumfresser bekommen. Ich habe mir schon gedacht, da kommt man irgendwie hin. Und ich habe da schon diese Kraxler-Dinger gesehen. Deshalb dachte ich mir... Oh, danke für die Beere. Traummagier. Ja, ich... Ja, okay, bist gut gelaunt. Cool. Kannst du bitte aus dem Weg gehen? Bitte. Geh bitte aus dem Weg. Danke.
Ja, was ich sagen wollte, ich habe mir das schon gedacht, weil ich diese Kraxer-Schilder da schon gesehen habe, dachte ich mir, muss doch in der Umgebung irgendwo was zum Kraxeln sein. Und ja, da war auch was. Okay, was ich einfach eigentlich machen wollte, ist hier lang gehen. Ja, hier. Hier stand eigentlich jemand, der meinte, war Stromausfall. Anscheinend ist Stromausfall zu Ende. Ja, aber Moment mal, gibt es nicht hier auch noch ein Item? Hier muss es doch auch was geben. Oder auch nicht. Ja, Traummagie ist ganz aufgeregt. Auf den Kampf wahrscheinlich. Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Oh Gott, mein Team ist ja immer noch angeschlagen von dem Kampf. Ich habe gar nicht geheilt. Verdammt, sind die Trainer? Sieht so aus, ja. Kann ich denn irgendwie entgehen? Ich bin sehr angeschlagen. Ich würde lieber erstmal... Oh Gott. Weg. Von euch. Geht das? Oh, das Item ich mal mit. Okay, ich glaube, da rechts an dem Weg ist schon das... Hi. Ist schon das Ende der Route. Oh, das wird schwierig, an ihr vorbeizukommen. Oh! Geschafft! Okay. Okay, die greifen mich sowieso nur am Tag, an der Nacht an. Ich nehme den Baum. Ich nehme den Baum. Ja, das ist ein bisschen schwierig, aber die ganzen Polizisten werde ich leider nicht so gut zeigen können. Und ich merke gerade, das ist gerade von der Uhrzeit her 18 Uhr ist. Und somit die ganze Umgebung sich ein bisschen gefärbt hat. Verdammt, damit komme ich nicht durch und ich muss hier mit ganz vielen Leuten kämpfen. Oh Gott, okay, dann werde ich mal ganz kurz meine Pokémon heilen gehen und wir machen die Route von vorne. Wir kämpfen alle und nein! Ich hab's mir schon gedacht. Nein, irgendwas mit Genuss, keine Ahnung, was sie gesagt hat. Nein! Sie wird in den Genuss kommen, mich auszulöschen, jetzt wo ich nicht aufgepasst habe. Verdammt, ich Ach, nee. Ich meine, immerhin sind alle Pokémon noch am Leben, nur sehr, sehr krass angeschlagen. Also die meisten können gar nicht mal kämpfen. Twiggy ist auch schon sehr angeschlagen. Aber egal, das kriegen wir doch schon noch hin. Bam. Aber hey, die sind hohen Level hier. 43. Ich hoffe auch, dass der 8. und damit der letzte Arenaleiter was drauf hat. Oh nein, Charmbolzen, Twiggy hat sich verliebt. Immerhin die Verbrennung, aber... Oh, das ist mies. Aber ich riskiere es. Nee, ich bin stark vor Liebe. Ah, please don't kill me. Okay, gut. Hallo? Wie, das reicht noch nicht? Komm schon. Nein! Oh, ich bin down. Oh, nein, nicht. Noch nicht. Ach, Tiki, du brauchst nicht verzweifeln. Es war ja deine Entscheidung, dich zu verlieben in dein Schlappohr. Nicht meine. Das war deine Entscheidung. Du trägst die Konsequenzen. Ja, vielleicht hole ich irgendwann mal ganzen Items nach und die ganzen Polizisten-Trainer nach. Entzückend! Ich überleg's mir nochmal. So ein Bonus-Video. Ich mag bestimmt noch ganz viele Bonus-Videos machen nach der Story. Nach dem Spiel. Ich will ja lieber mit den Pokémon spielen, als mit ihnen zu kämpfen. Ja, kann ich nachvollziehen. Ich hoffe, ihr könnt auch nachvollziehen, dass ich kurz cutte für... Ach hey, das wusste ich gar nicht. Man kann hier heilen. Das hat mir einiges erleichtert. Ist ein ganz kurzer Weg, wie ihr sehen könnt. Zack. Und wieder da. Okay, wir werden wohl diese Folge mit dieser Route verbringen. Denn auf dieser Route gibt es noch ein paar Trainer, die uns vor dem 8er Relayer fernhalten möchten. Mir ist schrecklich langweilig. Kannst du etwas gegen meinen Ennui tun? Ja, klar. Natürlich kann ich das. Schnösel Alex. Ich kann zum Beispiel dein Luxio eine reinhauen. Schade, dass sich das immer nicht zu einem Luxtra entwickelt hat. Das wäre nämlich extra stark, aber was erwarte ich bitte von Trainern in
der vierten Generation, die... Und das Spiel heißt auch nicht Platin und so. Was soll ich bei solchen Spielen bitte halten? Die haben doch nie gute Trainer. Aber nervige, leider. Dafür haben sie manchmal nervige Trainer. Das ist kein schöner und fairer Trade-off. Wie bin ich schneller? Du bist ein Luxio. Du solltest schneller sein als mein Skorpion, oder? Ich habe das Gefühl, er sollte eigentlich schneller sein als ich, aber war er nicht. Ja, Alex, so ein bisschen Lappen. Mein Nenui ist Peru, aber... Ich werde mich im Hotel erholen. Ich habe genug für heute. Okay. Habe ich noch einen Para-Heiler? Ja, meinen letzten. Oh Gott, aber ich muss mal bald wieder einkaufen gehen. Habe ich recht, mein Angler? Hallo Reisende, wie wäre es mit einem Kampf? Problem. Dann zeig mir mal deine ganzen Wasser-Pokémon, die du geangelt hast. Dein Goldini und dein Carpador, genau. Aber ich hoffe mal, das ist Level 40 Carpador. Obwohl, das wäre traurig. Das wäre traurig. Ich wünschte, ich hätte das nicht gesagt. Oh Gott, das ist wirklich traurig. Es entwickelt sich am Level 20. Du hast... Okay, ein Pokémon ist immerhin ein Garados. Aber trotzdem, das macht sich besser. Obwohl, Level 42 Garados? Every Opponent, würde ich sagen. Ich weiß, dass Cyrus auch eins hatte. Ja klar, dann komm. Dann kämpfen wir. Boxen uns. Bam, bam. Oh, Kaskade. Baum. Oh mein Gott. Ha, aber die Vergiftung. Reingedrückt. Immerhin etwa. Genau schon. Das wird bei mir, glaube ich, nicht klappen. Da hättest du bei Kaskade bleiben sollen, Garados. Du hattest eine Chance und hast sie verfehlt. Jetzt musst du mit deinem Leben bezahlen. Oder mit deinem Geld. Mit deiner XP. Nimm ich mit. Lass dich am Leben. Du hast es mir ganz schön gezeigt. Ja. Und du mir nicht. Ich angle gerne und du gehst gern reisen. Schön, dass uns das Leben kurz zusammengeführt hat. Leb wohl, bis zu deinem nächsten Besuch in dieser Gegend. Okay. Das Angeln wird langsam langweilig. Ich brauche einen schnellen Kampf als Abwechslung. Ja, ist bestimmt sehr langweilig, wenn du eine Trainerklasse bist namens Angler, wenn du dann 24/7, dein Job ist einfach, den ganzen Tag lang, stehend, einfach vorm Fluss zu sitzen und Carpador zu angeln. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ich frag mich wirklich, warum man einen Carpador haben wollen würde, wenn man es nicht entwickeln möchte. Guck ihn dir an, 38 Carpador, warum will es nicht entwickeln? Ich meine... Selbst wenn du welche angeln müsstest wegen dem Job. Was ist das für ein Job? Wer möchte bitte einen Carpador haben? Und dann ist dann nicht entwickeln. Ein Remoraid, cooles Pokémon. Ja, ich meine, du kannst ja Carpador nicht mehr essen. Das ist ja keine Delikatesse oder so. Das ist einfach nur Gräten. Das Pokémon besteht, ohne Witz, nur aus Gräten. Das hat nicht mal geiles Fleisch, was du essen kannst. Also, selbst wenn man ein Pokémon essen sollte, was auch immer, keine Ahnung, eigentlich nicht, aber... Ne, ihr wisst, was ich meine, selbst dann ist das fragwürdig, warum man Carpador so oft angeln sollte. Ich vermute auch, das ist der Grund, warum Carpador überhaupt lange überlebt. Niemand braucht, das ist so unnötig. Nicht mal es zu killen macht irgendeinen Sinn, es lohnt sich nicht. Lass es einfach am Leben. Ich meine, Garados ist schon ein cooles Pokémon. Muss man so sagen, gar das ist nicht schlecht. In manchen Spielen besser als in anderen, muss ich so zugeben. Vor allem in den Anfangsspielen war Garados nicht ganz so gut. Der wurde erst später gebufft, aber dennoch. Eigentlich relativ gutes Pokémon. Yeah. Tricky schon mit zu. Obwohl er Feuer-Pokémon ist. Wahrscheinlich deshalb. Finneon! Sehen wir vielleicht zum ersten Mal. Und ich... Oh mein Gott, wie es leuchtet. War das schon immer so in den 3D-Spielen, dass es leuchtet? Ich muss wirklich sagen, Finneon ist eins meiner Lieblingswasser-Pokémon hier in Gen 4. Ich habe es noch nie benutzt.
Aber immer wenn ich sehe, denke ich mir, warum kannst du kein gutes Pokémon sein? Ich will dich in meinem Team haben, weil das Ding hat eine Weiterentwicklung. Und das hatte auch mal ein Beta-Design, meine ich, was noch viel cooler war und mehr dieses Neon-Design hatte. Und dann haben die sich später gedacht, ne, machen wir nicht. Machen wir es langweilig und schlecht. Sehr enttäuschend. Ich hab mich ködern lassen. Ja, und ich habe traurige Geschichten über mein Leben erzählt. Danke, Trainer. Das war eine gelungene Abwechslung. Ja, gerne. Alter, wie viele sind hier? Ich bin zwar mitten im Angeln, aber gut, dann werde ich dich mal eben versinken. Ja, trau dich du mal. Ja, also Lumineon, wie auch immer das hieß. Ich mag das Pokémon sehr. Ich bin sehr enttäuschend, dass es nicht wirklich ein gutes Pokémon ist. Also wenn man es zum Beispiel mit anderen Wasser-Pokémon vergleicht, wie Boyelin, was ich in meinem Team habe, ist es nicht wirklich krass. Ich würde nicht sagen, dass es komplett schlecht und unbrauchbar. Man kann es natürlich benutzen, es ist immer noch ein Wasser-Pokémon mit Wasserattacken, ne? Aber es gibt viele bessere Alternativen. Das ist einfach das, was ich meine, das so traurig ist. Er hat auch ein Finneon. Also Lumineon war wahrscheinlich die Weiterentwicklung, von der ich geredet habe. Naja. Aber ehrlich, mir ist das nie aufgefallen, dass es hier in dem Spiel so Neonfarben hat. Ich meine, in den Sprites hatte das nie. Weil Lumineon oder Finneon ist auch so allgemein so ein Pokémon, was man kaum sieht. Hey, Barschwa, wenn wir schon mal über Pokémon reden, die man kaum sieht. Oh, du bist schon weg. Okay, ciao. Ja, eins der seltensten Pokémon in ganz Gen 4 und diesen Remakes. Habe ich aber schon mal erzählt. Wow. Das war ein großer Fang, der mir da entwischt ist. Haha. Wenn ich so lange auf die Wasseroberfläche starre, vergesse ich, was ich eigentlich tun wollte. Ich stell mir das gerade so vor, der ist einfach so am Angeln. Start so ins Leere, in das Wasser, so sieht sich selbst in der Reflexion, denkt über sein Leben nach. Da kommt noch so ein Fisch an seinem Köder, juckt ihn nicht, er ist gerade komplett vertieft in seinen Gedanken. Und dann irgendwann später so, hä, was? Wollte ich nicht angeln gehen? Und dann guckt er auf seinen Köder, schon alles kaputt gegessen. Ja, gut gemacht, Bro. Ich glaube, angeln ist vielleicht nicht das, was du machen solltest. Auch wenn du hier mit einem Garados-Tag ankommst, okay, immerhin, aber ich weiß auch nicht. Ja, Level-Ups. Wir bereiten uns vor auf den letzten Arena-Leiter. Oder alle Arena-Leiterin, wir wissen es noch nicht, aber keine Ahnung. Was für ein Typ er wohl haben wird? Was haben wir denn noch nicht? Da gibt es, glaube ich, mehrere Typen, die wir noch nicht hatten. Feuer hatten wir zum Beispiel noch nicht, ne? Oder bin ich gerade blöd? Ich meine, Feuer hatten wir auch noch nicht. Elektro hatten wir noch nicht. Boden, schätze ich, hätten wir noch nicht gehabt. Ja, keine Ahnung. Wir werden es aber wahrscheinlich in der nächsten Folge rausfinden. Wie gesagt, diese Folge wird darum gehen, dass ich hier diese Route abklapper. Genau. Ja, ich weiß, Frisky, Typ Flug, es hat Flugattacken, mir egal. Ich gehe nicht davon aus, dass es sofort eine einsetzt. Und außerdem habe ich eine Flinkklaue. Und immer noch haben nicht all meine Pokémon-Items, kann das sein? Habe ich schon wieder nicht dran gedacht. Naja. Gigasauger. Dankeschön für dein Leben. Nehme ich herzlich an. Die Photosynthese. Und noch ein Pokémon. Ah, aber das ist zumindest der letzte Angler, glaube ich. Dann sind wir fertig mit den Anglern. Da rechts war noch so ein Mädchen, was wahrscheinlich immer so Wasser-Pokémon hat. Dann werden wir... Ah, nee, rechts waren noch ein paar Sailors. Komisch, viele Wasser-Pokémon, aber wir hatten doch schon einen Wassertrainer. Ob das vielleicht ein anderer Hinweis ist? Egal. Ich hab verloren, wie konnte das nur geschehen? Nur noch 15 Text von Trainern, cool. Oh, richtig, ich hab gerade geangelt, oder? Er hat schon wieder vergessen, dass er angeln wollte. Ah, hier ist ein Haus. Hör mal, sagst du mir, was für ein Pokémon du hast? Also, ich hab 6 Pokémon. Ich hab ein Fernseh-Pokémon. Ich hab ein
Wasser-Pokémon. Und ich habe das Pokémon, was sich gleich zerstören wird. Entwickel doch mal dein Remoraid. Apropos Remoraid und Entwicklung, das Ding entwickelt sich zu einem Oktopus. How? Wie entwickelt sich dieser kleine Fisch zu einem Oktopus? Ich meine, im Beta-Design wird es ein bisschen besser gezeigt, aber es ist trotzdem sehr seltsam. Wie auch immer. Ja. Du bist Opfer. Ah, du bist so stark, ich bin schachlos. Haha. Haha. Oha. Ich möchte nämlich nur an einen Baum in den Klammern und das Wasser genießen. Ja, dann brauchst du erstmal eins. Pikachu Fanclub. Pika! Pika, Pika? Oh Gott. Und da gehe ich dann noch rein? Okay, ich habe genug zu sehen. Ah, nein, warte. Ich bin selber jetzt ein Pikachu Fanclub wegen meinem Hoodie. Oh, da muss ich nochmal rein. Hi, ha, hallo, hallo, Pika, Pika, Pikachu. Hi, haha, hi. Ich versuche mit einem Team aus Dr. Pikachu Champ zu werden. Ja, cool. Haben die alle den gleichen Schrei? Pikachu, Pikachu, Pikachu. 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 Pika, 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 Pikachu. Also, sind echt verrückt die Leute hier, ne? Also Leute, niemals Fan werden von einem Pikachu, sonst werdet ihr so enden. Pika, Pika! Ich meine, ich mag Pikachu, aber jetzt auch nicht so heftig. Obwohl. Wie auch immer. Geh aus meinem Gesicht. Natürlich hatte Statik. Natürlich. Pika, Pika! Oh nein, das arme Pikachu! Pika, Pika! Ich mochte es noch, als du nur du gesagt hast. Jetzt musst du die ganze Zeit Pika sagen. Ja, obwohl im Pokémon Gelb hat es ja auch in so richtig Low Quality einen ins Gesicht geschrien. Und ich sterbe, Alter. Greif an! Bam! Easy! Wenn man Pikachu entwickeln, entwickeln würde zu Raichu, dann wäre es ein guter Gegner. Aber so? Pikachu! Ja, so nicht. Nö, so nicht. Nö, 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 nö. Okay. Ja, Schnurrgas ist das einzige Pokémon, was kein Item trägt. Kann ich das ändern? Apropos. Hat jeder eine Kapsel? Ja, jeder hat eine Kapsel. Okay, daran habe ich gedacht. Aber ein Item dann nicht? Oder ist mir einfach nichts eingefallen, was ich geben könnte? Was könnte ich denn geben? Verteilen. Du, 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 du. Typ Elektro. Hat Schnurrgas eine Elektroattacke? Nee, noch nicht, oder? Aber ich weiß, dass es welche erlernen könnte. Überlege ich mir mal, ob ich ihr irgendwas gebe. Ansonsten. Ja, Sandflocken sind schon wichtig. Oh! Großwurzel, Alter, zum Tragen versteckt KP stehende Attacken. Das ist eigentlich sehr gut für Chelterra. Und eigentlich ist ja Schnurrgas sowieso schon das schnellste Pokémon. Aber wie lustig wäre es, wenn es ggleichzeitig dann auch noch eine Flinkklaue tragen würde. Mal gucken, ob es irgendwann jemand auffallen würde. Als ich mit dem Angeln anfing, habe ich mich über jeden einzelnen Fang gefreut. Aber diese Tage sind lange vorbei. Nun ärgert es mich, wenn ich an meinen eigenen Rekord nicht mal um Haaresbreite schlagen kann. No. Pokémon-Größenwettbewerb! Große Pokémon gesucht! Chatterer? Du bist gefragt. Ich hatte da einen Traum, einen wunderschönen Traum. Ich habe geträumt, ein Trainer würde mir ein riesiges Remoraid angeln und vorbeibringen. Okay, dann träum du mal weiter. Ich werde dir bestimmt keins zeigen. Vielleicht irgendwann, wenn ich selber eins habe für den Pokédex. Aber not now. And not anytime soon. Was ist denn hier? Items? Nö. Traumögie mag aber diesen Ort. Das ist schön für die See, aber hilft nicht. Okay. Letzten drei. Machen wir mal einen Doppelkampf draus.
Sieh doch nur! Sieh dir mein Pokémon an! Das ist so cool! Wir werden gemeinsam in See stechen, du und ich! Das ist das Leben der Matrosen! Das Leben der Matrosen! Los, ich mit! Ich will nicht mitkommen. Kannst du mich nicht zwingen? Könnt mich nicht zwingen. Ingo, du kannst mich nicht zwingen. Nö. Diese Pose, die der Matrose macht, die erinnert mich an so eine Zensur, die mal in Pokémon war. Und zwar gab es nochmal so eine Zensur, dass die irgendwie so ihre... Also der eine Arm war so wie bei ihm, der rechte Arm ist. Also sein rechter Arm. Und dann der linke Arm war so auf der Schulter drauf und das war irgendwie irgendwas Anstößiges in irgendeinem Land. Und dann dachte sich der Game Freak, oh, schnell ändern in der nächsten Version. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr, in welchem Spiel das war, aber das war auf jeden Fall irgendwann der Fall. Oh Gott, diese Flinkklaue. So dumm. Hä, Anziehung? Wenn das Ziel mit dem Geschlecht des Anwenders angehört, fühlt es sich zu ihm hingezogen und greift eventuell nicht an. Hä, ist das nicht literally einfach Charm? Betört das Ziel und reduziert dessen Angriffswert stark. Ist doch... Es ist sehr ähnlich. Es ist doch einfach... Okay, Anziehung macht diesen Effekt, den wir am Anfang der Folge gesehen haben. Dass es Staatsvorliebe wird. Und Charm macht halt Angriffswert runter. Anziehung funktioniert nur beim gegenteiligen Geschlecht. Oha, voll homophob, Game Freak, was soll das? Ich lasse es erstmal, weil ich glaube, Charm ist besser, aber ich werde es mir definitiv noch vor der Liga überlegen. Allgemein habe ich noch vor, bevor wir in die Liga gehen, dass ich mir nochmal die ganzen TMs reindrücke. Obwohl ich das doch schon mal letztens gemacht habe. Trotzdem mache ich es nochmal. Und ja. Hui, ich musste mich an meinen Schwimmreifen festhalten. Deine Puppen machen einen guten Eindruck. Deine nicht. Schwimmbecken sind okay, aber ich hab das Meer lieber, weil das sind Pokémon. Möchtest du nicht auch Matrosen werden? Es ist großartig, verschiedene Orte dieser Welt besuchen zu dürfen. Höchstens werde ich Matrose im Mond, aber sonst nichts. Man braucht auf See sein Hirn und seine Muskeln. Ey, das Leben eines Matrosen ist nicht leicht. Ei. Das mag sein. Du, 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 du. Eine Barsch. Wow. Also ich habe schon Respekt, wenn die hier einen Barsch fangen konnten, falls sie nicht gehackt haben, gecheatet haben. Dann ist das schon cool. Trotzdem ist das nur Katzenfutter für mich. Also danke, dass du das direkt zu mir bringst, statt dass ich das selber angeln muss. Bei Mascha kann ich drin bleiben, ich habe eine Flugattacke. Flug ist sehr effektiv gegen Mashox. Da ist der Schock ziemlich groß. Und ich habe gerade einfach die Flinkklaue brauchen müssen, was? Oh Mann. Auch geil. Ja, auch geil. Hiya! Ja, ich kann euch schon sagen, Leute, das Abenteuer ist bald zu Ende. Doch nach der Top 4 habe ich, wie gesagt, viele Bonusvideos geplant. Denn wie man sich schon denken könnte, in jedem Pokémon-Spiel ist das so, nach der Top 4 ist die Story vorbei. Beziehungsweise die Story ist eigentlich jetzt schon längst vorbei, seit letzter Folge Ende. Letzte Folge ist die Story eigentlich schon vorbei. Jetzt ist eigentlich nur noch Spiel das Spiel durch. Du hast gewonnen. GG. Naja, wer weiß, vielleicht ist ja die Liga richtig heftig schwer und höher gelevelt als wir, wer weiß. Ob die Level 50 höher sind? Der besäuft sich, weil er verloren hat. Alles gut? Ich konnte mir gut vorstellen, dass aus dir eine ausgezeichnete Matrosin werden würde. Ja, ich habe ja schon was dazu gesagt, ne? Okay. Damit haben wir Sonneweg erreicht. Der Ritter von Sonneweg leidet in letzter Zeit unter extremer Langeweile. Anscheinend gibt es keine guten Herausforderer mehr für ihn. Also es ist ein R. Hey, ich bin hier. Müsste ich der Ritter von Sonneweg mit nur einem Wort beschreiben, dann würde ich sagen, schockierend elektrisierend. Ups, das sind ja nur zwei Wörter. Aha, beschreibe dich selbst mit einem Wort.
Rule Breaker. Hi. Hey Trainer, mir ist nicht verborgen geblieben, wie stark deine Pokémon sind. Oh, entschuldige, ich sollte mich wohl erstmal vorstellen. Ich heiße Ignaz, ich bin einer der Top 4 der Pokémon-Liga, wenn man vom Teufel spricht. Ich hatte da so eine Idee und vielleicht könntest du sie umsetzen. Es geht um den Arenaleiter dieser Stadt. Er hat neuerdings seinen Enthusiasmus für den Kampf vollends verloren. Der Mangel an würdigen Herausforderern ist ihm aufs Gemüt geschlagen. Er ist so gelangweilt, dass er die ganze Zeit seine Arena renoviert. Dann kam auch noch der Stromausfall, das hat seine Laune sicher auch nicht gebessert. Dann kam auch noch der Lockdown, das hat alles einfach, das war einfach das Ende hier mit ihm. Ach, du weißt bestimmt, worauf ich hinaus will, ne? Ich möchte, dass du hier meine Herausforderung lieferst, diese Leidenschaft für Kämpfe neu einfacht. Ich verlasse mich auf dich, Heißborn. Hab ich gerade Heißborn genannt? Naja, auf jeden Fall, hier ist Sonneweg, Solaris Leben. Welches wir in der nächsten Folge erkunden und die Arena bestreiten.